Zwergenfürst. Man sagt, die Prüfung im Canyon von Pony sei die erste Prüfung, die je im Rahmen einer Inselmannschaft durchgeführt wurde. Und du hast sie mit Bravour gemeistert. Ich hatte aber auch nichts anderes von dir erwartet, Zwergenfürst. Das ist die 7. Prüfung, die du im Lauf der einer Inselmannschaft absolviert hast. Gratulation! Achso, das ist Lilis Part. Mist, jetzt habe ich es falsch gesprochen. Guter Start in den Part. Du wächst als Trainer wirklich über dich hinaus. Denn Pikachu hat aber auch Schwerstarbeit geleistet. Mein Pikachu? Und John hat doch die Meisterarbeit gemacht. Ja gut, mein Pikachu hat Meisterarbeit geleistet. Ich peppele es eben mal wieder auf. Was, nur mein Pikachu? Und gerne auch mein restliches Team, wenn es dir recht ist. Wenn ich euch so sehe, werde ich immer zuversichtlicher, dass ihr euer Ziel erreicht. Ach was, ich bin mir sogar absolut sicher, dass ihr es erreichen werdet. Pampros ist sich auch sehr sicher. Jetzt müsst ihr nur noch die Sonnenflöte und die Mondflöte zugleich erklingen lassen. Kommt, Zwergfürst, gehen wir. So, und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und ein weiteres Mal auch Eladrim zu einem neuen Part, zu einem neuen legendären neuen Part von Sonne mit dem Zwergenfürst. Heute werden wir hier an dieser Stelle dem legendären Pokémon Solgaleo begegnen und es uns zu eigen machen und es hoffentlich in unser Team aufnehmen können. Los geht's, Treppen hinauf, los geht's zur Begegnung mit dem legendären Pokémon Solgaleo im Canyon von Pony. Dieser Part wird garantiert legendär. Ja, langsam und erhaben schreiten wir die doch sehr brüchigen Treppen hinauf zum Altar oder zum Podium, wie ihr es nennen wollt, auf dem wir gleich dem majestätischen Pokémon Solgaleo begegnen werden, nachdem wir die beiden Flöten, die Mond- und die Sonnenflöte, gemeinsam erklingen ließen. Schon sind wir da. Und da erstreckt sich der Berg mit seinem Monument vor uns. An diesem Ort kann man die Kraft der Sonne sehr deutlich spüren. Wölkchen, bevor ich dich in deine Welt zurückschicke, muss ich Mutter zur Vernunft bringen. Ich will ihr mit meinen eigenen Worten sagen, was ich empfinde. Auch wenn ich kein Trainer bin, sollte ich das schaffen. Die Sonne geht zwar schon unter, aber gut. Wäre am besten, wenn man das am Mittag macht, aber ja gut, wenigstens ist sie noch da, die Sonne. Die Mondflöte. Sie fühlt sich so vertraut an. Ich denke, dass ich ohne Probleme auf ihr spielen kann. Ich spiele auf der Sonnenflöte, aber mit Freuden. Lilly betritt ihren Posten. Du musst dort drüben stehen, Zwergfürst. Oh, das finde ich ja episch. Ich stelle mich darüber
und werde die Sonnenflöte spielen. Ich begebe mich auf den Punkt, auf dem ich die Sonnenflöte spielen werde. Willst du die Sonnenflöte spielen? Und wie ich das möchte. Los geht's! Ich muss gar nichts machen, muss nur herdrücken, wie es aussieht. Lass uns warten, bis die Sonne aufgegangen ist. Die geht gerade unter, aber gut. Das sollte ein paar Stunden dauern. Scheinbar ist sie jetzt aufgegangen. Die Kräfte vereinigen sich, die Kräfte des Mondes und die Kräfte der Sonne. Sulgaleo. Es ist aus den Überresten von Wölkchen entstanden. Wow. Seht euch das erhabene Pokémon an. Seht es euch an. Erhaben steht es da und brüllt uns an mit seiner Löwenbrüller. Wölkchen, es geht's dir gut. Ich bin ja so froh. Bin ich vielleicht erschrocken, als du plötzlich aus meinem Rucksack gesprungen bist. Ich hätte nie geglaubt, dass der Klang der Flöten dir solche Kräfte verleihen würde. Wer hätte gedacht, dass du dich dadurch zum legendären Pokémon entwickeln würdest. Davon stand nichts in all den Büchern, die ich studiert habe. Keinem Wort wurde erwähnt, dass du dich zum legendären Pokémon entwickeln würdest. Sulgaleo. Ich meine, Wölkchen, bitte, ich muss unbedingt Mutter sehen. Blaniona. Ui. Müssen wir nicht gegen das kämpfen? Das wäre es gewesen, Kampf gegen Wölkchen. Aber scheinbar geht es jetzt weiter in die nächste Dimension. Ui. Ultradimension. Sulgaleo hat uns hingebracht. Ich bin überrascht, wie schön es hier ist. Aber die Luft ist ziemlich stickig. Das Atmen fällt ein wenig schwer. Hast du Angst? Ich weiß nicht. Ich bin etwas verwirrt. Wölkchen hat sich entwickelt. Davon hat mir auch niemand gesagt, dass legendäre Pokémon eine Entwicklung haben. Und auf einmal sind wir in dieser anderen Welt. Das alles ist ein wenig viel auf einmal. Doch jetzt ist nicht die Zeit, um sich Gedanken zu machen. Wir müssen weiter.
La Leona. Was hast du denn? Du willst also hier bleiben? La Leona. Vielen Dank, dass du mich hierher in diese Welt gebracht hast, Wölkchen. Aber hier übernehme ich. La Leona. Also ich fand das Piu von Wölkchen angenehmer, aber gut. Das werden wir wohl nie widersprechen dürfen. Oh nein, der schon wieder. Mein Lieblingsbösewicht. Ich bin der Boss von Team Skull. Ich habe vor nichts und niemandem Angst. Ich habe vor nichts und niemandem Angst, aber alles und jeder hat Panik vor mir. Und ich verrate euch jetzt mal was. Also sperrt besser die Lausche auf. Ihr seid wirklich selten dämlich. Ich habe keinen blassen Schimmer, wie ihr überhaupt hergekommen seid. Aber tja, da seid ihr nun mal. In dieser trostlosen, fremden Welt wimmelt es nur so von diesen Ultrabestien. Ich habe versucht, mir eins von diesen Dingern zu schnappen. Ah, eine Rückblende. Aber ehe ich mich versah, hatte das Ding mich geschnappt. Was dann geschah, ist schwer zu erklären. Es war, als wäre mein Körper und mein Geist plötzlich erwacht, als wäre ich zum ersten Mal in meinem Leben wirklich bei Bewusstsein. Ich bekam Panik. Was war hier los? Es war, als sei ich nicht mehr ich selbst. Dabei bin ich doch der Boss von Team Skull, der vor nichts und niemandem Angst hat. Mit Samantha ist das Gleiche. Es ist das Gleiche passiert. Sie ist inzwischen viel zu stark für uns. Für Samantha existiert nur noch ihre wunderschöne Ultrabestie. Worte erreichen sie nicht. Gefühle prallen an ihr ab. Nichts dringt mehr zu ihr durch. Ich werde trotzdem zu ihr gehen. Nein, Nelly. Du begibst dich in unnötige Gefahr. Oh, ja klar, und ich folge ihr natürlich auch. Soll ich ihr folgen oder soll ich zurückgehen zu Solgaleo und zurück in die andere Welt fliehen? Ich weiß es nicht. Ich kann mich nicht entscheiden. Ach komm. Wir müssen sie retten. Das ist zwar eine dumme Entscheidung, aber ich mach's. Eine sehr dumme Entscheidung. Was passiert denn hier? Ach ja, die Welt, meine Ultrabestien. Sie ist einfach atemberaubend. Das Einzige, was es hier gibt, sind die Anego und meine Liebe zu ihnen. Es ist wie ein Traum. Ich glaube, ich befinde mich hier wahrlich und wahrhaftig im Paradies. Aber nein, ihr Nervensägen müsst natürlich wieder alles kaputt machen. Und wer hat euch das Recht gegeben, diesen Ort mit eurer Anwesenheit zu stören?
bis ihr kamt, gehörte dieses wunderschöne Welt nur mir und den Anego. Nur dir und den Anego? Was redest du denn da? Bromley ist doch auch noch hier. Ja, da sitzt er auf dem Ast. Der ist mir völlig egal. Ich habe die Nase voll von ihm. Ich habe es endlich geschafft, in diese wundervolle Welt zu kommen. Und er will mich dazu bringen, wieder in unsere eigene Welt zurückzukehren. Davon will ich aber nichts hören. Ich habe keine Geduld mehr für sein närrisches Geschwätz. Immer denkst du nur an dich. Das machst du immer so. So war das schon immer im Ätherparadies und hier jetzt wieder. Ich weiß gar nicht, was du von mir willst. Warum sollte sich nicht alles um mich drehen? Ich will eben in einer Welt leben, die voll von dem ist, was ich liebe. Du magst mein eigen Fleisch und Blut sein. Du magst dich noch so sehr nach meiner Liebe und Anerkennung sehnen. Aber selbst wenn du das seltenste Pokémon auf der ganzen Welt wärst, wenn du nicht die Schönheit besitzt, meiner Liebe würdig zu sein, bist du für mich einfach nur überflüssig. In meiner Welt ist nur Platz für Dinge, die ich liebe und die mir wichtig sind. Ich habe genug. Kinder sind doch nicht das Eigentum ihrer Eltern. Und für Pokémon gilt das Gleiche. Ein Trainer kann nicht einfach frei über das Schicksal seiner Pokémon verfügen. Ich bin ein lebendiges Wesen. Und Cosmog ebenfalls. Kinder und Pokémon sind keine Gegenstände. Sie haben ein eigenes Bewusstsein. Man kann sich ihrer nicht einfach entledigen, sobald sie einen nicht mehr interessieren. Du bist einfach nur gefühlskalt und grausam. Ja, genau. Ja, grausam bist du. Ach, grausam bin ich, ja. Und inwieweit sind Trainer da anders? Pokémon, die sie nicht brauchen können, werfen sie doch auch einfach aus ihrem Team. Tun sie einfach in Boxen, auf denen groß gefeuert drüber stehen, ganz wie es ihnen gerade in den Kram passt. Aber belassen wir es dabei. Dieses Gespräch führt zu nichts. Nur eins noch, Lilly. Ich kann und will dir nicht vergeben, ob du einfach so auf und davon bist. Als du noch klein warst, hättest du es nie gewagt, dich mir zu widersetzen. Damals konnte ich noch eine gewisse Schönheit in dir erkennen. Aber du hast dich verändert. Du lehnst dich gegen deine eigene Mutter auf. Wie konntest du bloß so hässlich werden? Daran ist allein dieser Zwergenfürst schuld. Er hat dich verdorben. Ey, Mädel, komm mal runter. Was habe ich denn jetzt mit der Sache zu tun? Halt, lass mich mal bitte aus dem Spiel. Also, ich habe mit euren Familienproblemen also absolut ja nicht am Hut. Komm mal runter, Kleine. Ja, du Zwergenfürst. Und jetzt wagst du es auch noch,
in die Welt von mir und meinem Anego zu kommen. Es reicht. Anego und ich, wir werden dir nun eine Lektion erteilen. Ja, komm her, komm her. Ja, hier. Ich und... Das verursacht. Ist das ein Vogel oder was? Ja, ja. Komm. Jetzt kriegst du ordentlich eine aufs Maul. Ich schlag ja nicht gerne Frauen, aber... Ich glaube, das kann man mal als Selbstverteidigung abbuchen. Jetzt gibt's ein Duell. Was zum Älterpräsidentin Samantha fordert sich heraus. Das ist nicht mehr die Älterpräsidentin. Das ist irgend so ein Dings. Was ist das eigentlich? Pixie. Wow. Die macht mir richtig Angst. Das ist doch nicht mehr normal. Ich meine, sie war auch vorher nicht normal. Das war irgendwie... War schon immer irgendwie ein bisschen... wird, aber... Was zum Heck ist mit der passiert? Boah. Besteht nur noch aus Kopf und Tentakeln. Boah. Und was mich nicht wundert. Ich hatte sowieso erwartet, dass die sich früher oder später irgendwie zu so einem Monstrum verwandelt. Die ist. Das war schon im Ätherparadies klar, die. Das hat mich jetzt nicht sehr überrascht. Da die ja schon irgendwie seelisch ein Monster ist. Aber meine grundlegende Frage: Warum könnt ihr mich nicht aus euren Familienangelegenheiten raushalten? Ich bin hier darum, Alola zu retten und nicht eure Familienprinzipien zu schlichten. Das wäre freundlich, wenn ihr... Ja, damit meine ich auch dich, Lee, dass du mich nicht unbedingt mit reinziehen musst. Da wäre ich dir sehr dankbar. Auch du, Samantha. Bin ich unbedingt heiß darauf, jetzt hier der Streitschlichter von einer Verrückten und einem blonden Mädchen, das ich nicht alleine anziehen kann, zu sein. Ich weiß, sie ist nett und hübsch, aber muss das sein? Noch bin ich nicht ein Teil deiner Familie. Noch habe ich dich nicht geheiratet. Das hatte ich zwar nicht wirklich vor. Hatte ich zwar auch nicht wirklich vor. Ich hatte es kurz vor. Und da gab es nur eine kleine Situation auf Kokowaiyaiyaiyailand. Wo ich ein bisschen Romantik verspürt habe, aber bitte. Lass mich doch bitte da raus. Bei dieser Mutter. Du, ich möchte... Ich möchte mit so einer Frau nicht irgendwie was zu tun haben. Schon gar nicht als meine Schwiegermutter. Nee, du, lass mal. Och, wieder Heiler. Das passt richtig zu der... Wer ist denn Samantha? Noch ein Hypertrank, dann ist er wieder aufgeheilt. Doch, sie kann Heiler, ich kann Hypertrank. Ich weiß, es ist wieder super deutsch.
Aber ja, scheint, als ob dieser Kampf wieder massiv zäh wird. Oh, da sehen wir sie nochmal. Alles klar. Aber solche Bilder bin ich ja gewohnt. Also verwandle mich ja auch gerne so nebenbei mal so in meiner Freizeit in Oktopuswesen. In so ein pinkes Oktopuswesen. Mach ich auch mal so nebenbei in meiner Freizeit. Was ganz Alltägliches. Sieht man alle zwei Tage mal so am Straßenrand so einen Typen, der sich irgendwie in Thunfisch verwandelt. Und der andere dann ein Lachs und der andere dann eine Garnele. Der nächste dann. Und ich tue es dann halt als Kraken und sie als Oktopus. Dann bilden wir eine große Kolonie und spielen SpongeBob Schwammkopf nach. Was soll da denn ungewöhnlich sein? Sehe ich ständig. Okay. Diese Attacke gerade war genauso verrückt wie das ganze Dings hier gerade. Ich weiß nicht, was hier gerade nicht verrückt sein sollte. Es ist hier irgendwie gerade sehr, 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 sehr verwirrend. Ich dachte, wir haben heute einen Part, in dem wir schön mal klassisch im Stil einer Pokémon-Edition gegen das legendäre Pokémon kämpfen dürfen und uns dann fangen. Aber gut. Die Ultra-Dimension hatte ich jetzt nicht mehr mit eingeplant. Was sollte dann doch anders kommen? Na los. Hey, pardon, Quatscher. Ich sehe gerade keinen anderen Weg. Ich hoffe, es nützt was. Zack. Auf jeden. Ist das ein OP-Fixie? Angst. Die Z-Attacke hat gerade nichts gebracht. Alter Schwere. Ich glaube, die Inselprüfung, die letzte, im Tal von Canyon, also im Canyon-Tal, war ein Klacks dagegen. Wir kämpfen hier immerhin seit gefühlten 5 Minuten. Ich weiß nicht, wie lange es ist. Ich habe hier keine Uhr eingeblendet. Ich habe auch keine Uhr gerade so am Arm, auf die ich gucken könnte. Dieser Kampf scheint ewig. Ich versuche ihn so spannend wie möglich zu machen. Flammenblitz. Es muss doch möglich sein. Wie OP ist das denn? Wir kämpfen hier seit gefühlte Ewigkeiten an einem Pokémon. Wie soll das denn mit den weiteren Pokémon gehen? Hypertank. Wie ewig soll denn das noch gehen? Pixie kann sich doch selbst heilen, jederzeit. Muss ich doch nur Heiler einsetzen. Ist jetzt weiter ein Flammenwurf ein, ist klar, aber Mondgewalt. Es wirkt nicht wirklich gegen mich. Und meine Attacken wirkt nicht wirklich gegen sie. Obwohl ich Level 56 bin und sie Level 50, das müsste doch irgendetwas bringen.
reagiere auf irgendwas. Flammenwurf vielleicht. Komm. Es ist doch schon nicht mehr so weit. Bis zum Ende dieses Pokémon-Kampfes. Ich weiß, es warten dann noch 4 weitere Pokémon auf uns. Aber das erste könnte man doch zumindest schon mal als besiegt abhaken. Nicht. Komm! Es ist fast getan! Auweia! 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 John fängt an zu verzweifeln. Tu es nicht, John! Nicht verzweifeln! Haben nur noch wenig Trank. Tränke. Das ist die Mehrzahl, nicht Tranks. Das klingt schlimm. Aber du schaffst es, John. Vertraue auf dich. Und deine Kräfte. Oha. Hält sich selbst auch. Nein, 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 nein. Okay, nur ein bisschen. Ist zu verkraften. So, Flammenblitz. Dark Lariat ist nicht effektiv. Es steht es zumindest geschrieben. Ja, endlich. Pixie wurde besiegt. Wenn der Rest genauso schwer ist. Na gut. Dann sitzen wir vermutlich hier noch morgen Abend. Moment, halt, das geht ja gar nicht. Nein, Knuddler wird hier nicht erlernt. Von wem auch immer. Milotic. Okay, das sieht nicht gut aus. Ich komme trotzdem weiter. Na toll, das sehe ich. Das hat uns schon ein Pokémon. Diamant bei Cynthia zur Verzweiflung gebracht. Nicht, dass ich da schon mal Let's Plays hätte. Auch schon sehr früh gespielt. Oh, Dark Lariat bringt was. Haben wir das auch bald geschafft. So, noch einmal Dark Lariat. Doch leichter als das Pi. Pi, Pixie, ach so, Pixie war das vermutlich. Gut, das hätten wir besiegt. Die Hälfte haben wir geschafft. Quaiot zu erreichen, Level 54. Ätherpräsident setzt als nächstes Kosturuso ein. Okay, ein kleiner Pedobär. Was hilft gegen Pedobären? Ja. Was sollte das jetzt? Das sah nicht aus wie Flammenblitz. Netzteiler. What the heck? Flammenwurf! Ich sehe schon, das wird wieder so eine Pixie-Geschichte. Alles klar. Kosturuso scheint es trotzdem ein wenig stark zu sein. Achso, jetzt zieht es mir Punkte ab und fügt es ihm zu. Vorhin hat er mir was abgezogen und sich selbst was abgezogen und mir hinzugefügt. Leitsteiler. Was macht denn diese Attacke? Mir ist das nicht ganz klar. Flammenblitz, los! Ich will das Ding am Boden sehen. Sehr zäh, dieser Kampf, aber... Ja, komm! Hau doch mal drauf! Nur 5 Attackenpunkte. Auf AP genannt. Kommt von Attack Points. Wahrscheinlich. Glaube ich mal. Okay. Fast besiegt. Hoffentlich kann er nicht sowas wie Heiler. Ich riskiere mal Top-Genesung. Zack. Da haben wir es wieder komplett geheilt. Netzteiler. Oha, nicht so viel. Was willst denn du? Alter Schwede. Noch 4 AP. Und Flammenblitz. Los. Rückstoß. Ach so, stimmt. Das ist eine Rückstoßattacke. Das ist eigentlich nicht so toll. Und dafür macht es aber mehr Kaboom.
3 HP. Zack. Und richtet aber schön was an. Ich weiß, die zieht auch mir was ab. Ihr seht es unten. Aber sie richtet auch ordentlich was an. Ah, nein! Halt's durch. Alter Schwede. Fängt an zu verzweifeln. Ja, mit gutem Recht. Aber halt's noch einmal durch. Flammenblitz. Ich denke, das war's jetzt. Ja! Besiegt. Dann den Pedo-Bär besiegt. Rückstoß, stimmt. Da war ja was. Na gut. Man muss auch Opfer bringen. Komm mal hier zu. Ein Pokémon noch. Das schaffen wir doch. Was noch? Zweier? Gut. Von mir aus Zweier. Das kriegen wir auch hin. Oh, das sieht gut aus. Wehrt die Attacke ab. Das ist sehr gut. Arioas noch einmal. Nun ist das fast besiegt. So, ganz besiegt. So, letztes Pokémon. Jetzt aber wirklich. Freundschaft von Koyotsu wirkt. Ash Koyotsu. Wuhu. Das hat diesen Kampf noch gefehlt an Würze. Ich hoffe ernsthaft, dieser Part wird nicht zu lang. Ich habe in letzter Zeit zu viele lange Parts rausgebracht, aber ich mache es ja im Sinne der Story. Wir wollen ja auch nicht 3 Jahre mit diesem Spiel beschäftigt sein. Das wäre ja dann auch zu blöd. Nachthieb. Das haben wir ja auch noch. Juwelenkraft. Auweia. Nachthieb. Wow. Wie sehr das was gebracht hat. Besiegt. Wir haben Samantha besiegt. Juhu! Alter Präsidentin, Samantha wurde besiegt. Bah, hau ab, hau ab, hau ab. Ich hab Angst vor dir. Du ekelst mich an. Okay, dieser Part ist ziemlich psycho. Ich frag mich, was meine Eltern so denken, wenn sie an meinem Zimmer vorbeilaufen, während ich Parts aufnehme. Und so gerade A-Brille. Hilf mir, Slow Galileo!